Ja, I need somebody. Also am Anfang war der Plan, dass wir ins Studio gehen 5 Wochen und dann nachher direkt Live-Sessions machen. Also das heisst, ein Konzert im Studio, dort, wie wir einige aufgenommen haben. Mix track, pack you back, get on track, we are ready. Und dann muss man einigem nachträglich sagen, zum Glück ist dann viel dazwischen gekommen, nämlich eben Beschränkungen wegen Covid und so. Und dann haben die Live-Sessions nicht dann stattgefunden, sondern erst ein Jahr später, im September 2022. Das heisst, wir haben noch genug Zeit, um uns vorzubereiten. Und aus einem normalen kleinen Konzert ist dann halt auch wieder etwas anderes geworden, nämlich ein Konzert mit 3D-Kopfhörern, ein Konzert mit ein bisschen Lichter dabei und so. Dankeschön! Ja, Live-Session ist noch speziell, weil erstens einmal hocken dort die Leute voll direkt neben dir. Der Lidl sagt immer, du spielst anders, wenn Leute dabei hocken, ob es zu einer Probe ist oder einem Konzert. Und es ist tatsächlich so, oder? Also, auch wenn bei unserer Probe Leute vorbeikommen, können wir anders spielen. Und genau bei der Live-Session war es so gesehen. Wide awake, I'm wide awake to let it in. Wide awake to let it in. Under my skin. Zweitens haben alle Kopfhörer an. Das heisst, sie können nicht mit anderen reden, sondern hören da wirklich zu. Und das Dritte ist, sie haben einen richtig exakten, guten Sound auf den Kopfhörern. Das heisst, sie hören auch wirklich alles, was du spielst. Also ich würde es jederzeit wieder machen. Für uns war es sehr ein sehr intimer Rahmen. Eigentlich wie so ein Heimkonzert, ein Stobo-Konzert. Gleichzeitig aber mit einem coolen technischen Setup in einem Studio, mit coolen Mikrofonen, mit coolen Kopfhörern, aber vor allem mit coolen Leuten. Also wir haben dort unsere Bekannten und Freunde eingeladen und hatten einen mega lässigen Abend gehabt. Ja, das ist eine schöne Erinnerung. Ja, ich glaube, es waren alle erleichtert, dass es geklappt hat, dass es den Leuten auch gefallen hat. Wir haben sehr cooles Feedback von den Leuten bekommen. Und wir haben einen mega lässigen Abend gehabt, einen super Abschluss erwartet im Studio. Es ging relativ lang gegangen. Man hat sich auch viel zu erzählen gehabt. Und die Jungs waren also wirklich alle happy, erleichtert und auch vielleicht auch ein bisschen stolz. We can help and stay. Hey, voll geil! Live-Session! Fertig! Roll! Yeah! Yeah! 1, 2, 3!